Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Commented Collection. Ja, heute stellt der gute Marcel seine Sammlung vor. 4 Binder sind es insgesamt und was sich darin befindet und vor allen Dingen, was ich letztendlich davon halte, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, eine weitere Folge Commented Collection soll es werden. Der gute Marcel stellt uns hier seine Sammlung heute vor. Ein Mörderbrett von 65 Minuten, das er selbst kommentieren möchte. Das heißt, wir sehen uns erst wieder beim Fazit. Das hat er auch nochmal explizit erwähnt, dass er gerne ein Fazit zur Sammlung hätte. Das würde es natürlich geben, gar keine Frage. Für alle, die neu hier sind und nicht wissen, wobei es sich jetzt eigentlich bei diesem Format handelt, Commented Collection ist ein Format, wo ihr, egal ob YouTuber oder nicht, eure Sammlung aufnehmen könnt. Wichtig ist hier nur eine halbwegs gute Kameraqualität und mir diese Aufnahme zusenden könnt. Eure Sammlung wird dann über meinen Kanal quasi veröffentlicht und hierbei habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr kommentiert eure Sammlung selbst oder wenn ihr vielleicht ein bisschen kamerascheu seid und jetzt nicht großartig reden wollt, könnt ihr diese Sammlung auch von mir kommentieren lassen. Da entfällt dann quasi ein großartiges Fazit, da ich ja schon während wir die Sammlung durchgucken ein bisschen meine Meinung zu eurer Sammlung abgebe. So viel mal dazu. Ich möchte Marcel jetzt auch gar nicht großartig seine Zeit klauen. Ich würde sagen, wir starten auch direkt in seine Sammlung. Wie bereits gesagt, er kommentiert das Ganze selber und wir sehen uns wieder beim Fazit. Ja, hallo allerseits. Ich darf heute meine Sammlung vorstellen auf dem Kanal House of Cards und ich freue mich wirklich sehr, dass ich das machen darf. Und noch kurz was zu meiner Person. Ich bin der Marcel, bin 23 Jahre alt, komme aus Bayern, wie ihr wahrscheinlich im Laufe des Videos das ein oder andere Mal raushören werdet. Und ich habe Yu-Gi-Oh! Gespielt, viel, also in meiner Kindheit habe ich viel gespielt, habe dann aber aufgehört, so mit 14, 15 habe ich aufgehört. Und dann habe ich vor 2 Jahren meine Karten zufälligerweise im Schrank wieder gefunden und ich habe mich sofort wieder begeistert für das Spiel. Ich spiele zwar nicht mehr, aber Sammeln macht mir sehr, sehr viel Spaß und ja, jetzt bin ich seit 2 Jahren wieder drin in dem Ganzen. Und ja, ich würde euch heute gerne zeigen, was ich schon alles zusammenstellen konnte in der Zeit. Meine Sammlung besteht aus 4 Bindern und ich werde euch einen nach dem anderen vorstellen und ihr werdet dann wahrscheinlich auch so eine kleine Struktur sehen können, wie ich was gemacht habe und warum ich das so gemacht habe. Genau, dann wollte ich aber noch ein ganz, ganz dickes Dankeschön an den lieben Julian aussprechen, der mir das ermöglicht hat, dass ich das heute machen kann. Also wirklich nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Das hier ist mein erster Binder. Da sind überwiegend Starterdeck-Karten drin. Also wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich 3-mal den unlimitierten Starterdeck Kyber Blue Eyes. Hier in der Mitte ist ein unlimitierter, der ist von Ruxin signiert. Kennen wahrscheinlich einige. Dann noch 2 Red Eyes, die sind beide First, aber weiß ja jeder, dass die in First nicht so selten sind. Und dann habe ich hier noch 3 dunkle Magier, einer First, 2 unlimitiert. Genau, nächste Seite geht dann eigentlich weiter mit Starterdeck-Karten bzw. Starterdeck-Evolution-Karten. Hier 3-mal das aufgegeben aus dem Starterdeck Pegasus. Hier die Super Rares aus den Starterdecks. Kaiser Seepferd aus dem Kyber Evolution Structure Deck. Nein, Starterdeck Evolution, Entschuldigung. Dann haben wir hier die ganzen Zauberkarten aus den Starterdecks. Da kommen aber dann noch mehr, weil von denen habe ich einfach so viele angesammelt und ich habe zwar alle aussortiert, die nicht mehr in ihr Mint waren, aber die Karten sind halt selbst in unlimitiert, wenn die richtig in richtig guten Zuständen sind, einfach zu schön, um auszusortieren oder für ein paar Cent zu verkaufen. Deshalb habe ich die hier mit den Binder rein. Genau, hier sind die ganzen Structure Deck Monster. Hier 1 bis 10 und hier dann noch die Nachfolger. Die sind aus dem Starterdeck Jaden und Starterdeck Cyrus, glaube ich, ist sie. Dann habe ich hier noch mehr von den Super Rare Monstern aus den Starterdecks.
Hier wollte ich anfangen, die Karten aus den Booster Packs zu sammeln, die Promokarten. Aber da habe ich bisher nur den XYZ Dragon kennen, weil die sind halt sehr teuer und nicht nur teuer, sondern auch schwierig zu finden, weil die ja in Europa nie erschienen sind, beziehungsweise nur in Englisch. Hier habe ich dann die Collection 10 Karten. Die wollte ich auch alle voll sammeln. Ein paar sind doppelt. Aber sind auch sehr schöne Karten. Hier sind dann die weiterführenden Collection 10 Karten. Collection 10 3, 4 und hier die Cyna Dragons aus den Collection 10s. Ist auch noch nicht voll, aber man will ja auch noch für die Zukunft was haben, was man sammeln kann. Ist ja sonst langweilig, wenn man schon fertig ist. Genau. Hier geht es dann weiter mit Dark Beginning. Da habe ich auch die Sets voll gesammelt, beziehungsweise hier im Binder sind nur die Holos drin. Hier geht es dann weiter mit Dark Beginning 2. Habe ich hier so sortiert, direkt nach den Sets. Ich habe auch überlegt, ob ich so sortiere nach den Rarities, aber ich dachte mir, dass es besser wäre, wenn ich es direkt nach den Sets sortiere. Und auch die haben so die Dark Beginning und Dark Revelation Holos, die haben so richtig schön dunkle Prints. Und ich finde die gegenüber den Karten aus den normalen Sets sehen die viel besser aus. Und auch hier sehr abgedunkelte Textboxen. Finde ich sehr schön und stimmig mit den Ultra Rare Goldschriften. Genau, hier haben wir dann Dark Revelation 1 schon. Auch das komplette Set sind auch die so Karten wie Dunkler Paladin, XY Drachen, Kanonendrache oder Entzauberer hier. Das sind alles Karten, die sind eigentlich nur so als Holos in Deutschland erschienen, weil ja die so ein Set wie Magician's Force zum Beispiel kam ja nie in Deutschland raus, gibt es ja nicht in deutscher Auflage. Und das ist halt so auch cool, wenn man dann so Karten wie den Dunklen Paladin dann... Ich zeige euch den mal kurz. Also es ist wirklich eine sehr schöne Karte und auch in Deutsch. Und das ist auch eigentlich die einzige Möglichkeit, wie man die so bekommen kann. Hier ist noch der Rest von Dark Revelation 2, Dark Revelation 1. Hier geht es dann schon weiter mit Dark Revelation 2, Dunkle Magie des Chaos. Kommt dann auch auf der nächsten Seite nochmal, komplette Dark Revelation 2 Set. Und auch hier wieder wie dunkel die komplette Karte gehalten ist mit den dunklen Textboxen, gefällt mir wirklich extrem gut. Im Prinzip sind es zwar nur Reprints aus Sammlersicht, aber ich finde, dass man die Karten halt trotzdem würdigen sollte und nicht nur weil sie unlimitiert sind oder weil es ein Reprint ist, dass sie deswegen dass man die deshalb nicht so achten sollte. Aber da komme ich später nochmal drauf zurück, weil da habe ich noch eine kleine Besonderheit in meiner Sammlung, aber dazu später mehr. Genau, hier dann Dark Revelation 2 noch fertig und da habe ich dann noch angefangen, bin ich nur am Anfang, Dark Revelation 3. Hier der Cyber End ist noch aus Dark Revelation 4. Aber Dark Revelation 4 ist auch so ein Set, kam nie in Europa raus, ist ein US-amerikanisches Set. Deshalb sind die Karten bei uns sehr schwer zu bekommen oder sehr teuer. Und Dark Revelation 3 ist auch eins meiner Lieblingssets und das würde ich auch gerne noch suchen, fertig zu bekommen. Hier habe ich dann noch Duelist-Pack-Karten. Sind auch nicht die vollen Sets, nur die Holos, die ich bisher habe, weil meine Commons und Rares, die habe ich separat, aber dazu auch später nochmal mehr. Hier dann Duelist Pack 3, Duelist Pack 4. Entschuldigung, wenn es hier ab und zu ein bisschen spiegelt, aber ich habe das mit dem Licht jetzt nicht besser hinbekommen. Hier dann noch Duelist Pack 5. Und das war's dann auch mit dem Binder.
Das wäre mein zweiter Binder. Der ganze Binder dreht sich eigentlich nur um drei Karten. Drei Karten, die jedem bekannt sein dürften, und zwar die drei Götterkarten. Sind eine meiner Lieblingskarten, alle drei. Also ich bin ein richtiger Fan von denen und deshalb habe ich von denen auch ein paar angesammelt über die Jahre. Hier oben haben wir die drei aus dem WC08. Das sind World Championship Promos. Dann hier drunter habe ich zwei volle GBI-Sets. Das sind die Secret Rare Varianten. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich hoffe. Das sind die drei Secret Rare Varianten, die man nur aus dem Game Boy Spiel bekommen hat, wenn man das vorbestellt hat. Deshalb sind die auch selten und viel teurer als die Ultra Rares. Hier sind dann der Slifer ist aus einer Movie Promo, der YMA. Der Obelisk ist aus einem Jump Magazin, der JMP als Code hat. Und der Ra ist aus dem Xbox Spiel Dawn of Destiny, glaube ich, hieß das. Und sind auch alles drei Secret Rare Varianten. Sind auch im Prinzip genauso schön wie die GBI, nur nicht ganz so selten wie die GBI-Version. Von denen habe ich auch einige angesammelt über die Jahre. Hier noch mehr. Von dem Ra habe ich die meisten, weil ich den am liebsten mag. Der gefällt mir einfach vom Artwork am besten und von dem Farbspiel. Kann ich euch mal einen zeigen. Ich meine, ihr werdet die Karte mit Sicherheit alle kennen, aber ich finde einfach die Karte mit dem Secret Rare Effekt, das ist einfach wirklich extrem schön. Genau. Dann geht es hier weiter mit den GBI Ultra Rare Versionen. Das waren die ganz normalen Promos aus dem Gameboy Spiel. Sind auch sehr schön, nur nicht ganz so schön wie die Secret Rare Version, beziehungsweise die Prismatic Rare sind es ja. Genau, ich glaube, von denen habe ich 10 Sets. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 10 waren es. Und hier habe ich noch eine besondere Art der Götterkarten. Das sind die G4 Versionen sind das. Und da geht der Prismatic Effekt über die ganze Karte. Hier sieht man es ganz gut. Und die wurden, glaube ich, 1998 oder 99, glaube ich, wurden die released. Und das ist eigentlich der erste Print der Götterkarten. Zumindest soweit ich weiß. Vielleicht weiß ja jemand noch was anderes. Genau. Hier habe ich dann die Ultra-Version der First Prints. Hier steht Replica, weil das sind Reprints aus dem 15th Anniversary von Yu-Gi-Oh! Gab es auch nur in Japan, habe ich mir auch 10 Sets gekauft. Die sind aber auch nicht besonders teuer, also da geht das Set nur, ich weiß nicht, 30 Euro oder sowas. Also die sind nicht besonders teuer, aber sind halt sehr schön und im Binder zu haben. Und wer weiß, vielleicht werden die ja mal noch was wert. Genau. Hier geht es dann weiter mit den Legendary Collection Prints. Ja, sind nicht besonders selten, aber gehören halt auch dazu. Und wenn ich schon fast einen ganzen Binder nur den Götterkarten widme, dann will ich die natürlich auch drin haben. Habe ich auch, weiß nicht, 6-7 Sets davon. Hier sind dann noch die aus den Legendary Decks. Ist fast dasselbe Print. War nur 2-3 Jahre Unterschied, soweit ich weiß. Sind auch nicht besonders wertvoll, aber man will halt dann möglichst alle Versionen haben der Götterkarten. Hier sind dann noch ein paar verschiedene. Die hier sind auch aus dem 15th Anniversary, sind aber Prismatic Rare und die Effektversionen. Zwei Sets davon. Und hier sind die 15th Anniversary in der Millennium Rare Version, glaube ich, heißt das. Kann mal den Slifer hier rausholen. Naja, hier sieht man es schön. Ich glaube, Millennium Rare ist das. Und hier sieht man auch 15AX, Japanese. Sind auch nicht besonders wertvoll, aber sind schöne Prints. Auch die Effektversionen davon. Und hier unten habe ich die Alternate Art.
Die sind aus der koreanischen Legendary Collection. Sind auch sehr schön. Habe ich aber nur ein Set, weil die sind sehr teuer. Und hier dann noch ein paar besondere. Hier habe ich 9-mal den Winged Dragon auf Raw. In Spanisch allerdings. Und hier noch einmal den koreanischen, oder ist es der japanisch? Japanisch. Den Immortal Phoenix. Auch in Prismatic Secret. Und hier habe ich dann noch einen aus dem Battle Pack, ist der. Die Mosaic-Ray, glaube ich, nennt man die. Und dann noch zwei in der Premium Gold Version. Genau, da geht es dann weiter mit Master Collection 1 und Master Collection 2. Habe ich noch nicht komplett, will ich aber in der Zukunft noch machen. Dann haben wir hier Game Promos. Die Magnetkrieger kennt jeder. Sind auch nicht besonders teuer, aber wirklich sehr, sehr schöne Karten, vor allem in Prismatic Secret Rare. Dann hier die Promos aus den PCY mit den Alternate Arts. Und hier noch ein Blue Eyes Shining aus dem Movie Pack. Machine King hat jeder in der Collection. Sehr schöne Karte. Genau, hier geht es dann weiter mit den Zauber und Fallen. Die anmutigen Würfel und Totenkopfwürfel kennt jeder. Sind extrem nostalgische Karten eigentlich für jeden. Oder auch so eine Karte wie 1000 Messer, die kostet nichts im Prinzip und ist halt wirklich extrem schön, extrem nostalgisch und passt in jeden Binder. Hier geht's dann weiter. Hier sind auch noch die GX-Promos aus den Gameboy-Spielen. Ich glaube Spirit Caller hat das geheißen. Habe ich auch viel gespielt damals. Und Gehirnbrecher fand ich schon immer cool. Auch das Artwork ist einfach, also ich weiß nicht, aber besser geht fast nicht vom Artwork. Wirklich sehr schöne Karte. Schade, dass der nie in irgendeinem Hauptset als Ultimate Rare oder so erschienen ist. Aber ja. Genau, hier noch mehr Game Promos. Versuche ich auch alles zusammenzubekommen, aber hat jetzt nicht oberste Priorität. Natürlich die Sphinxen. Hat natürlich auch jeder in der Collection, aber sind auch irgendwie coole Karten. Genau, hier geht es dann weiter mit Special Edition Karten. Die The Lost Millennium Special Editions. Hier die Elemental Energy Special Editions. Und hier haben wir noch einen Schöpfer zweimal. Vampire Lord aus Rise of Destiny Special Edition. Sind immer die Secret Rares. Wer es weiß, Chaos Emperor und Invader of Darkness sind ja die Secret Rares aus Invasion of Chaos gewesen. Kamen dann als Ultra Rares in den Special Editions. Und auch Ende von Anubis, Vampire Lord, Gemini Elf, Debil Masiera waren ja alle Secret Rares aus den letzten Sets. Und sind dann ein paar Sets später, wie zum Beispiel Elemental Energy, als Secret Rares Promokarten ausgegeben worden. Genau, hier mehr Special Editions. Honest aus der Light of Destruction Special Edition. Der Kuras aus der Special Edition. Maskierte Beste des Gardios, finde ich eine sehr, sehr coole Karte. War ich voll der Fan davon, als der im Anime gespielt wurde von Marek. Kennt bestimmt jeder. Dann haben wir noch hier Zauberkarten und Fallenkarten von den Special Editions. Judgment of Anubis, auch eine Secret Rare aus Dark Crisis. Genau, und hier geht es dann weiter, habe ich noch ein paar Duelist League Karten. Finde ich jetzt nicht besonders cool, aber die waren in der Sammlung dabei, die ich mir mal gekauft habe. Deshalb habe ich die noch. Und hier habe ich dann die ersten Karten aus der Legendary Collection. Legendary Collection 1 und Yugi's World. Hier auch eine meiner absoluten Lieblingskarten. Der Gazelle. Ich finde zwar den
den Print, um ehrlich zu sein, sehr schlecht und überhaupt nicht schön. Aber Gazelle ist rein von den Cummins, glaube ich, meine Lieblingskarte. Ich finde das Artwork einfach bombastisch. Und natürlich auch, dass es Yugis Monster ist und dass es im Anime viel gespielt wurde, ist einfach, ich finde die Karte mega schön. Und gibt es leider nur hier als Holo, gibt es nur in der Version als Holo, deshalb habe ich die. Hier die ganzen Promos, jeder kennt sie, die Blue Eyes, Dark Magician und Red Eyes aus den Legendary Collections, jede Menge davon. Hier noch ein kleines Highlight. Ein dunkler Magier des Chaos aus der Yugi's World. Wirklich sehr schöner Secret Rare Effekt. Hier sind dann noch so ein paar gemischte Sachen. Rayel Omega Pack, Legendary Collection GX. Nochmal Rayel Omega Pack Karten. Hier ist ein Duelist bei Kaiba Blue Eyes Ultimate. Genau, das war's dann auch für den Binder. So, da wären wir bei Binder Nummer 3. Jetzt wird's schon ein bisschen interessanter. Da habe ich so ein paar gemischte Sachen. Hier haben wir zum Beispiel einen Gate Guardian, Tausenddrache, Gaia, Chaos Emperor, Wiedergeburt, Verbrecher-Duo, alles First Edition. Das sind aber die Karten, die ich noch verkaufen wollte, weil ich die alle doppelt habe. Also falls jemand Interesse an denen hat, könnt ihr mir gerne auch schreiben. Am besten unten in die Kommentare. Hier sind die Misprints von dem Horn des Himmels und 7 Werkzeuge des Banditen. Finde ich ganz cool. Habe ich mir ein bisschen auf die Seite getan. Hier noch mehr First Edition Zauber- und Fallenkarten aus den ersten 11 Sets. Ein Ring der Zerstörung aus Duelist Pack Kaiba. Gem Defender finde ich eine sehr, sehr schöne Karte. Kam ja in Labyrinth of Nightmare leider nur als Kamen raus und ich finde das sehr cool, dass die im Retro Pack gereprintet haben als Super Rare. Finde ich wirklich sehr cool, sehr schöne Karte. Dann hier haben wir LOB-Karten. Und auch ein paar andere noch. Hier ist noch ein Black Luster aus Invasion of Chaos. Und das Besondere an diesen Karten ist, dass die zwar alle unlimitiert sind, aber das sind alles Original Prints von damals. Also das sind keine Reprint-Versionen, sondern das sind wirklich von damals noch Prints, als 2002 LOB in unlimitiert rauskam. Ich hoffe, man kann das erkennen. Also auch die Farbe, das Farbspiel der Karte und wie die Holo gemacht ist. Sieht man, dass das noch eine alte Karte ist von dem alten Print. Und die sind halt rein von der Qualität her sind die wie erste Auflagen. Nur dass halt erste Auflage leider nicht draufsteht. Hier der dunkle Magier, der hat leider 2 so Druckstellen. Aber hier kann man auch sehen. In der Holo. Also sowas, also dass der Holo-Effekt so Wellen hat, nenne ich's mal. Das wird man heute wahrscheinlich in den Reprints nicht mehr finden. Deshalb sieht man, dass das ein Original Print ist. Die Karten sind für mich sehr wertvoll, sind genauso wertvoll wie eine erste Auflage für mich. Auch wenn das vielleicht nicht jeder so sieht, kann ich auch verstehen. Hier sieht man auch, wie der Secret Rare Effekt wirkt. Wirklich sehr schön. Und auch wenn sie nicht so viel wert sind, aber die bedeuten mir wirklich viel, die Karten. Hier auch noch MRD-Karten, Schwarzer Totenkopfdrache, Tausenddrache, Busterblader. Alles unlimitiert, aber wie gesagt, sind alles von damals. Also die wurden 2002, 2003 aus den Packs gezogen. Genau, hier geht's dann. Hier habe ich noch Super Rares. Auch alles dasselbe, alles unlimitiert. Und
Und hier die Zauberkarten dazu. Noch mehr Zauber und Fallen. Genau, hier geht's dann los. Das sind alle, nicht alle, aber fast alle Super Rares aus den ersten 11 Sets. Bei LOB fehlt was, die zeige ich euch später. Die sind woanders. Die sind alle New Mint und alle erste Auflage, weil ich vorhatte, die kompletten Sets zu sammeln. Und da braucht man natürlich die Zauberkarten auch, und die Zauberkarten habe ich separat sortiert von den Commons and Rares. Hier geht es dann weiter mit Pharaoh's Servant und Labyrinth of Nightmare. Legacy of Darkness und Pharaonic Guardian. Hier habe ich dann Dark Crisis, das ist noch nicht ganz fertig. Und Invasion of Chaos. Magician's Force fehlt, weil die Karten sehr schwierig zu finden sind, und wenn man sie findet, dann sind sie extrem teuer. Deshalb habe ich da um Magician's Force noch einen Bogen gemacht bisher, aber das versuche ich auf jeden Fall noch in der Zukunft. Genau, und hier ist dann noch Ancient Sanctuary. Genau. Dann geht's weiter, das sind meine Tournament Pack und McDonald Pack Karten, die ich bisher zusammengesammelt habe. Das sind auch wie Dark Piercing Light zum Beispiel sehr schöne Karten, die man nirgendwo anders bekommt, oder hier Weißes Loch. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr schöne Karte. Gibt's auch, soweit ich weiß, nur aus dem Tournament Pack 1, zumindest nur als Holo. Genau, dann geht's weiter mit Gladiator's Assault und Phantom Darkness Secret Rares, die ich bisher gesammelt habe. Hier so ein Gladiator-Ungeheuer Octavius. Wirklich eine sehr, sehr schöne Karte. Vor allem in Secret Rare, ich liebe Secret Rares. Das ist meine absolute Lieblingsrarität. Oder auch ein Screech zum Beispiel. Wie da der Secret Ray Effekt durchkommt, ist einfach sehr, sehr schön. Dann hier daneben die Phantom Darkness Secret Rares. Sind auch sehr cool, weil alle auch diesen Dark Archetype haben. Hier die Light Ruler und Dark Ruler. Der eine ist aus der Jump, der andere aus Light of Destruction. Passen auch sehr gut zusammen. Das sind auch vom Anime aus GX sehr bekannte Karten. Dann haben wir Tactical Evolution Secret Rares. Hier auf der linken Seite, hier ist noch ein Urmaterialfalke und ein Ido dabei, weil ich die Karten sehr, sehr cool finde. Sind zwar aus 5D Sets, aber naja, passen auch vom Artwork her gut zusammen. Ein Thunder King ist auch noch hier. Aus dem GX-Spiel, glaube ich, kommt er. Hier habe ich dann noch ein paar Ultimate Rares. Ein Garlandolf und eine Ruin. Oder auch hier der Rainbow Neos. Gibt es ja bei uns nur als Ghost und Secret Rare. Habe ich mir die OCG-Version geholt, Ultimate Rare, einfach weil ich ihn sehr cool finde. Fehlt mir noch der Chaos Neos, den wollte ich mir auch noch dazu kaufen. Den gibt es ja auch in Ultimate Rare im OCG. Dann hier haben wir ein paar random Ultimate Rares, die ich hier und da mal gekauft habe oder dazu bekommen habe oder die mal in der Sammlung waren. Hier sind Levelkarten, wo ich die anderen Parts noch nicht habe dazu. Hier fehlt mir noch der King's Knight zusammen für die beiden. Hier sind noch Alien-Karten aus Power of the Duelist.
erkennt man auch farblich, weil sich die sehr unterscheiden von europäischen, das sind amerikanische. Wenn ihr das mal vergleicht, das ist schon ein grober Unterschied. Das ist natürlich Geschmackssache, was einem besser gefällt. Genau, hier geht es dann noch weiter mit ein paar GX Ultimate Rares und Super Rares. Diese unlimitierten Super Rares aus Technical Evolution, die habe ich selbst gezogen. Da habe ich mir mal 24 Packs gekauft. Ja, oder auch hier so ein Gladiator-Ungeheuer Alexander. Schon wirklich stark aus. Ein Ultimate Rare. Sehr schön. Ja, noch mehr Ultimate Rares. Hier habe ich noch ein paar Karten aus der späteren Zeit. Den hier habe ich auch selbst gezogen, als ich mir mal ein Ignition Assault Display gekauft habe. Einfach weil ich mal wieder Lust hatte, Packs zu öffnen. Ihr kennt das bestimmt. Dann haben wir die Ultimate Rare Zauberkarten. Auch sehr coole Exemplare dabei, wie hier zum Beispiel das Maschinenduplizierung. Oder auch hier der Spiralspeerstoß. Wirklich eine sehr tolle Karte. Dann geht es weiter mit den Fallenkarten Ultimate Rares. Sind auch meistens die Rare Ultimate Version, weil aus den ersten GX Sets gab es ja immer alle Rares auch als Ultimate Rare. Das sind die meisten davon. Und hier habe ich dann noch ein paar restliche Karten. Hier zum Beispiel Eisenschrott-Vogelscheuche in Ultra Rare, finde ich sehr, 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 sehr schön. Echt eine coole Karte, auch wenn sie aus der 5Ds-Zeit stammt, weil ich hauptsächlich nur Dual Monster und GX sammle. Aber 5Ds hat auch ein paar richtig coole Karten. Dann hier noch die drei Niederträchtigen, finde ich sehr cool. Und das war es auch für den Binder. Aber um euch das mal zu zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe zum Beispiel hier so separate Binder. Und das sind die Holos fehlen. Und sind alle Rares und Commons der ersten, ich weiß nicht, sind es 17 Sets. Ich habe diese Binder, wo alle Rares und Commons drin sind, habe ich von LOB bis Cyberdark Impact, glaube ich, alles gesammelt. Und dann mache ich jetzt Set für Set weiter. Und wie gesagt, die Holos fehlen. Die seht ihr ja dann in meinen anderen Bindern. Und das hier wollte ich euch kurz nur mal zeigen, damit ihr seht, wie ich das sammle. Aber ich erspare euch jetzt natürlich die Langeweile und gehe nicht durch jeden einzelnen Binder, weil ihr kennt die Rares und Commons ja. Ich wollte euch das nur zeigen, wie ich das gemacht habe. Geht es natürlich dann durch. Ich glaube, hier hat man dann Metal Raiders. Genau. Ich will kaufen, aber habe noch keinen guten gefunden. Dann alle Elementarhelden in Ultimate Rare erste Auflage. Außer natürlich der Steam Healer, den gibt es ja nur in Ultra Rare aus dem Duelist Pack. Aber er passt halt hier sehr gut dazu, deshalb ist er hier drin. Dann mehr Elementarhelden. Ich glaube, ihr könnt schon erraten, welcher mein Lieblingselementarheld ist. Also wirklich das Ganze an der Karte, das Artwork, der Ultimate Ray Effekt, es ist einfach, das ist unschlagbar. Hier kommt es sehr gut raus.
wie die Strahlen im Hintergrund sich abwechseln. Also wirklich die schönste Ultimate Rare in ganz Yu-Gi-Oh! Habe ich 7 Stück, einfach weil ich nicht genug haben kann von der Karte. Also ich kaufe mir auch noch mehr, wenn ich gute finde. Tempest auch. Einfach wahnsinnig nostalgisch und schöne Karte. Hier ist leider der Ulti-Stamp nicht ganz so schön wie bei dem glänzenden Flügelmann, aber ist trotzdem sehr schön. Oder auch Ernias. Ernias immer zeigenswerte Karte. Hier das gleiche. Der hat den gleichen Print wie der Shining Flare Wingman. Hier die Strahlen im Hintergrund. Das ist einfach. Ist einfach wahnsinnig schön. Ja, hier habe ich dann noch einen Bubbleman Ultimate Rare. Hier die drei Hauptelementarhelden, die Vanilla Monsters. Die kommen aus den Hero Collections. Die gab es auch nur in der USA. Sind Promokarten auch extrem teuer bei uns. Hier unten die Neospatians, die man für die Neos-Fusion braucht. Da fehlen mir leider noch 2. Genau, dann geht's weiter mit dem Cyber-Archetype. Chimera Tech Überdrache, Festungsdrache, 2 Cyber Dark Dragons, Cyber Enddrache, Cyber Zwillingsdrache. Sind natürlich auch Karten, die man als GX-Fan einfach haben muss. Und auch hier der Ultimate Rare Print von dem ist einfach wahnsinnig toll. Hier sieht man es gut. Also wirklich auch eine meiner Lieblingskarten. Dann die 3 Cyber Dark Teile, die 3 Cyber Drachen Teile. Der Cyber Drache ist leider nur unlimitiert, der fehlt mir noch in First. Alles andere ist First. Dann habe ich noch die 2 Prinzessinnen und der Babyspieldrache. Dann meine Ghost Rare Elementarhelden. Wir haben hier 9-mal Chaos Neos, 8-mal First, 1-mal unlimitiert. Das Highlight sind die beiden hier. Kennen die meisten wahrscheinlich. Rainbow Dragon Misprint. Ist quasi der ganz normale Chaos Neos, nur dass er den falschen Namen gedruckt hat. Da gibt es noch einen Counterpart dazu, den habe ich leider nicht, noch nicht. Dann hier drüben 3-mal Regenbogen-Neos. Kann man jetzt nicht erkennen. Auch eine sehr, sehr, sehr schöne Karte. Dann hier 2-mal den normalen Regenbogen-Drachen. Auch ein sehr, sehr gutes Artwork. Kommt leider als Ghost Rare nicht so gut zur Geltung, finde ich. Aber trotzdem sehr schön. Dann haben wir hier den Drachenritter. Hier 2-mal Honest. Auch sehr, sehr schwierig, den Effekt hier einzufangen bei der Karte. Aber auch sehr, sehr schönes Artwork. Dann habe ich hier noch den Erzunterwäldler. Den Nabellicht Erzunterwäldler. Genau, das wäre es dann mit den Ghost Rares für hier. Dann habe ich noch die 5Ds Ghost Rares. Also nicht alle, aber zumindest ein paar. Hier das Highlight der Seite. Der Ghost Black Rose. Eine erste Auflage. Gab es ja nur aus den Tins, aber auch meine Lieblingskarte, deshalb habe ich den First gekauft. Und auch das Farbspiel der Ghost Dress, wahnsinnig schön. Dann noch ein schwarz geflügelter Drache, Shooting Star, Ghost, First, Majestic Star. Da habe ich einen unlimitierten, weil erste Auflage habe ich keinen gefunden,
keinen guten, für einen guten Preis. Dann haben wir hier noch Majestic Red Dragon Ghost, Star Eater Ghost. Hier ist Shooting Star First Edition Ultimate Rare, Trident Dragon Ultimate Rare. Die hier sind auch alle Ultimate Rare. Red Dragon Archfiend, Black Rose, Black Winged, Red Nova Dragon, Majestic Red Dragon, Ancient Fairy Dragon, Power Tool Dragon, Trishula aus dem Astral Pack 8. Auch sehr, sehr schön. Passt hier natürlich auch nicht so richtig dazu, aber finde einfach das Artwork mega gut, deshalb habe ich mir den gekauft. Hier ist noch ein kleines Highlight. Majestic Star Dragon Ultimate Rare First Edition. Hier ist der Ultimate Rare Stem zwar nicht so schön, aber allgemein natürlich trotzdem eine sehr schöne Karte. Dann geht's weiter mit mehr Synchro-Monstern in Ultimate Rare. Hier natürlich Quilla und Sun Dragon Inti, Ancient Sacred Wyvern, Star Eater Ultimate Rare, Gedankenherrscher Erzunterwäldler und der Psygenie Erzunterwäldler zusammen. Hier Atomic Scrap Dragon und Scrap Twin Dragon zusammen mit dem Nablicht Erzunterwäldler in Ultimate Rare. Hier drüben haben wir dann die drei Asen, also Odin, Thor und Loki. Drunter den Psychic Blaster, Lebensstromdrache und Exploder Dragonwing. Und hier unten dann noch den Schwarzflügel Rüstungsmeister, Clearwing Synchro Dragon Ultimate Rare und den Divine Dragon Knight in Ultimate Rare. Hier haben wir dann Secret Rares. Alle möglichen. Guardian Eatos muss man natürlich auch haben. Aus der Duel Monsters Zeit noch die Karte. Und auch wirklich extrem schönen Secret Rare. Wirklich sehr, sehr schön. Ist leider erst in 5Ds erschienen, aber in welchem Set es dann letztendlich erscheint, ist nicht so wichtig. Hauptsache sie erscheint überhaupt. Aufrichtig, erste Auflage, Slide of Destruction. Quasi der Counterpart zur Ghost Rare. Hier haben wir dann noch ein paar Elementarhelden in Secret Rare. Rainbow Neos, Chaos Neos, Magma Neos, Plasma Weiß und hier haben wir dann noch ein Armeteil. Das gleiche wie mit der Eatos, ist eigentlich eine GX-Karte, aber kam erst in den 5D-Sets raus. Hier haben wir noch einen Heraklinos aus Gladiator's Assault. Dann hier eine super, super schöne Karte. Kennen wahrscheinlich die wenigsten von euch. Ist eine GX-Karte. Und die kam im Anime erst in der vierten Season, die ja nie übersetzt wurde. Aber wirklich eine sehr, sehr schöne Karte. Gefällt mir ganz, ganz gut. Das gleiche gilt natürlich auch für den White Knight Dragon. Eigentlich eine GX-Karte. Ist aber erst in den 5D-Sets als Secret Rare erschienen. Dann haben wir hier einen Rainbow Dragon Secret Rare, drunter Rainbow Dark Dragon Secret Rare, First at Dark Armed und hier noch ein New Bell First Edition. Drunter geht's weiter mit Necrophase First Edition aus Gladiator's Assault, Illblood aus Tactical Evolution und Gil'gath Gladiator's Assault. Kann ich auch noch kurz zeigen. Ist eigentlich auch eine Duel Monster Karte, wurde von Marek gespielt, kam aber erst in Gladiator's Assault raus zum ersten Mal. Dann geht's weiter mit ein paar Levelkarten. Hier die schweigsamen Schwertkämpfer in Ultifirst. Hier die mystischen Schwertkämpfer in Ultifirst. Hier in Darkness Neos 4. Gehört zwar nicht ganz hier rein, aber ist auch. Also das Artwork von der Karte ist einfach Wahnsinn. Super toll. Hier noch die schweigsamen Magier.
Die gehören eigentlich nicht hier rein, die gehören eigentlich zu den Game-Promos, aber ich hatte hier noch Platz und dann dachte ich mir, die passen ja so gut dazu, die tue ich hier noch rein. Dann haben wir noch ein paar Random Ultimate Rares, Chiron. Die sind eigentlich, passen auch ganz gut zusammen. Hier ein Krieger von Atlantis. Sehr, sehr schönes Artwork. Mit einem wirklich tollen Ultimate Rare Stamp. Sieht man hier. Dann haben wir hier noch Schicksalshelden und Test Tiger. Ultimate Rare aus Gladiator's Assault. Dann geht es weiter mit noch mehr Ultimate Rares. Wir haben hier die Lichtverpflichtenden. Hier ein Livianier aus dem OTS Tournament Pack. Vulkanisches Verdammnisfeuer, Crystal Beast, hier noch die Dark Lucius, Evil Hero Malicious Edge, hier habe ich die Earthbounds, alle Ultimate Rare First. Mir fehlt noch einer, aber den versuche ich noch zu bekommen. Hier ist noch ein Red Dragon, ein Sprengler Angriffsmodus und ein Galaxieaugen Photondrache in Ultimate Rare. Also die Earthbounds finde ich sehr, sehr cool. Das sind eigentlich 5Ds-Karten. Zu der Zeit habe ich schon nicht mehr gespielt und nicht mehr gesammelt, aber ich finde die von den Artworks und von dem Archetype her so cool, die muss ich mir einfach kaufen. Genau, und hier wären wir auf der letzten Seite. Hier sind noch GX-Zauberkarten. Hier die drei in Ultimate Rare, Wunderfusion, Kraftbündnis und Rainbow Ruins. Auch die Rainbow Ruins, eine wahnsinnig schöne Karte. Also der Ulti-Stamp von manchen Karten. Von manchen Karten ist wirklich einfach super toll. Genau, hier drunter haben wir dann noch Gladiator's Assault und Tactical Evolution Secret Rares. Hier unten Silent Doom, Soul Taker und Veil of Darkness in Secret First. Hier Cyber Dark Impact aus Tactical Evolution. Magic Formula aus Gladiator's Assault darf natürlich nicht fehlen. Und hier noch die zweite Karte von dem Clear Archetype, wo ich euch vorhin den Clear Vice Dragon gezeigt habe. Also auch der Secret Rare Effekt hier auf der Karte ist einfach wahnsinnig schön. Und schade, dass von dem Clear Archetype nie mehr Karten gekommen sind. Ich finde den super. Aber ja, das wäre es dann auch soweit gewesen mit dem Binder. Als kleinen Bonus habe ich noch ein paar andere Sachen, die ich euch noch zeigen wollte. Es wären hier zum Beispiel ein paar gegradete Karten. Habe ich mal ausprobiert. War jetzt nicht besonders gut, aber es ist trotzdem schön, zumindest ein paar Karten so in der Form zu haben. Eigentlich bin ich kein Fan davon, weil ich meine Karten lieber im Binder habe. Ich bin einfach ein Binder-Sammler. Finde ich am schönsten, am nostalgischsten. Hier ein Black Luster in First Edition. Kann man nie genug haben von denen. Hier noch eine Injection Fairy Lily. Ein dunkler Magier. Ist zwar ein unlimitierter, aber wie gesagt, mir ist ein unlimitierter in gutem Zustand wesentlich lieber als einer in erster Auflage in schlechtem Zustand. Und der ist quasi wie frisch aus dem Deck raus, auch wenn er nur eine 8.5 bekommen hat. Das gleiche hier mit dem Red Eyes, der ist aus LOB, aber ist ein 2002er Print und ist quasi wie frisch aus dem Pack raus. Also wirklich sehr, sehr toll. Dann habe ich hier noch einen englischen dunklen Magier. Also der ist auch frisch aus dem Pack raus. Der hat eigentlich gar nichts. Deshalb habe ich den hier in dem Top-Loader drin. Dann habe ich hier noch, zwar nicht mehr OVP, aber mit OVP, also mit der originalen Verpackung, ein Starterdeck Yugi, auch mit allen Karten drin. Wirklich sehr, sehr toll, sowas zu haben, auch wenn es nur im Schrank steht. Finde ich sehr toll. Dann habe ich hier noch was, auch nicht mehr OVP, aber ebenfalls sehr cool. Gladiator's Assault Booster Box. Sind auch noch alle Packs drin. Leider nicht mehr OVP, aber ist trotzdem sehr, sehr schön, wenn man das im Schrank liegen hat. Und dann habe ich noch ein paar Sachen, die sind noch OVP. Und das wäre einmal eine Rise of Destiny Booster Box in First Edition.
dann eine Ancient Sanctuary Booster Box. Leider nicht First Edition. Aber trotzdem sehr, sehr cool. Und selbst die unlimitierten Displays werden ja extrem selten und extrem teuer. Pharaonic Guardian. Auch eines meiner absoluten Lieblingssets. Nicht nur wegen dem ägyptischen Theme, was das Set hat, sondern auch wegen den Artworks. Auch hier so das Goldgelbe mit Yugi, das sieht einfach wahnsinnig gut aus. Und dann haben wir noch zu guter Letzt eine Dark Crisis Booster Box. Auch unlimitiert, aber eine 36er Schachtel. Auch wirklich top Zustand. Nichts eingedrückt, gar nichts. Die Folie ist noch super top. Genau, das wäre es gewesen mit meiner Sammlung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an Julian. Vielen Dank, dass du mir das ermöglicht hast. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch meine Sammlung gefällt. Gerne auch Kritik. Was würdet ihr besser machen? Würdet ihr das anders sortieren im Binder? Was muss ich mir noch kaufen? Was fehlt noch? Schreibt bitte alles unten in die Kommentare. Ich würde mich mega freuen. Und ansonsten, bleibt gesund. Alter Schwede, Freunde, das war ein Brett, würde ich mal behaupten. Eine ganz schön lange Laufzeit, 4 Binder plus noch ein bisschen Gegröße, wenn man so möchte. Wir kommen an der Stelle zu einem kleinen Fazit. Viel gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich muss sagen, die Sammlung an sich ist natürlich absolut... Also wir haben viele Erstauflagen, sehr, sehr viel in gutem Zustand, wenn ich das richtig gesehen habe. Die Kameraqualität war jetzt leider nicht die beste, aber ich habe jetzt hier nichts großartig Beschädigtes sehen können über die Cam. Auch die Sortierung ist an und für sich gut, nur irgendwie, also eine Sache, also warum hat man einen Binder, in dem die Holos sind und dann sammelt man die Commons and Rares ohne die Holos zwischendrin? Das ist so eine Sache, das sieht für mein Von und Dafür halt nicht besonders gut aus. Ich finde das optisch irgendwie nicht so ansprechend. Also ich würde, wenn, dann einen Binder mal anlegen mit den Holos aus den Hauptsets und dann den anderen Binder mit den Commons and Rares nochmal mit den Holos besetzen, damit das auch wirklich gut aussieht. Wobei gut aussehen an der Stelle natürlich auch wieder unter einem großen Fragezeichen steht, denn ihr wisst, ich persönlich sammle ja überhaupt nicht in Bindern. Ich sammle so, na, hier schön in Magnethaltern, so kommen die Karten wesentlich besser zur Geltung, wie ich finde, als in Bindern. Wo er allerdings recht hat, ist natürlich, dass im Bindersammeln wesentlich nostalgischer ist. Aber wenn man das mag, und das tun ja die meistenalso die meisten sammeln ja in Bindern, dann würde ich mal sagen, ist das eine recht gut gelungene Sammlung. Ich bin relativ beeindruckt von dem, was er da zusammengesammelt hat. Auch wirklich die Zustände finde ich cool. Ich bin auch ein bisschen neidisch auf die ganzen Elementarhelden, die er da hat. Ich habe zwar selber einen Haufen, aber ich würde auch nochmal gerne so ein paar Altis ranholen. Auch speziell vom Flügelmann, den er da so abgefeiert hat, weil den finde ich auch ganz cool. Genau, wir werden jetzt aber am Ende des heutigen Videos, wie ihr bereits gesagt habt, falls ihr Interesse habt an einigen Karten aus seinem Trade- oder Verkaufsbinder, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Normalerweise bin ich kein Fan davon, wenn man meinen Kanal dazu missbraucht, sage ich mal, hier eine Auktion zu starten oder da ein Verkaufsforum draus zu machen, aber in dem Fall, denke ich, sollte das ganz okay sein. Vielleicht gönne ich mir auch selber die eine oder andere Karte aus dem Binder, aber da muss erstmal so hier para stimmen. Wir sind aktuell am Anfang des Monats, muss ich mal gucken, wie es aussieht. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.